Schauen wir uns die Aktien-News der Woche an, denn auch in den Aktien war einiges los, auch in den Einzeltiteln. Ich habe es gerade eben bei den Indizes schon kurz erzählt. Man kann ganz grundsätzlich sagen, es gab einige Ausreißer mal wieder, denen es sonst doch eher schlechter ging. In dem Falle HelloFresh, und die haben von eigentlich zwei Effekten profitiert. Zum einen gab es sehr, sehr niedrige Kurse natürlich in den letzten Wochen und Monaten. Ich zeige es hier nochmal in diesem Chartbild. Wir sind über 90% runtergelaufen seit diesem Hoch von ungefähr 90 Euro 2022 zum Hoch der Pandemie auch oder zum Hoch teilweise der Lockdowns. Jetzt sind wir runtergelaufen bis teilweise 4 Euro im Tief, und aktuell profitiert die Aktie sehr, sehr stark davon, dass einige Banker sagen, die Aktie ist mittlerweile zu günstig. So schlecht geht es im Unternehmen nicht. Man stabilisiert aktuell das Geschäft auf zwar niedrigeren Niveaus, aber es ist keine Abnahme des Wachstums mehr zu sehen, es ist kein Rückgang mehr zu sehen, sondern wir haben einen relativ stabilen Punkt erreicht. Dafür ist die Aktie aktuell scheinbar zu günstig bewertet. Das hat zumindest ein Analyst von JP Morgan gesagt. Das hat dazu geführt, dass die Aktie hier 38% zugelegt hat. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich nur ein kleiner Trost für langfristige Aktionäre, die vielleicht in den Höchstkursen eingekauft haben. Was wir aber sehen können, ist, dass dieser große Negativtrend, den wir hier oben eingezeichnet haben, dass der jetzt aktuell so an so einem Kipppunkt steht, und das sehen wir an dieser kleinen blauen Kerze, die sich anfängt hier auszubilden. Wenn sollte die wirklich nachhaltig vielleicht über diesem Abwärtstrend bleiben, könnte sich hier vielleicht auch so einen Turnaround abzeichnen. Den Versuch gab es schon das ein oder andere Male, aber nicht in dieser Deutlichkeit mit diesem Abwärtstrend, den wir gerade hier gesehen haben. Die Frage ist, schlägt sich dieses Analystenkommentar am Ende in den Zahlen von HelloFresh wieder, oder auch glauben auch andere Analysten an dieses Momentum? Das bleibt weiterhin die Frage bei HelloFresh. Es ist aber ja eine deutliche Erholung für die Aktie. Und jetzt muss man sagen, natürlich auf niedrigen Niveaus, aber 39% ist schon mal nicht verkehrt. Stärker ist es noch bei Tesla, zwar nicht vielleicht vom Kursanstieg, aber am Ende in Form der Marktkapitalisierung, die dort bewegt wurde. Es gab ja mehr Auslieferungen von Fahrzeugen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, als erwartet. Der Markt hat eigentlich eher negativeres Momentum erwartet, insbesondere weil der Autosektor halt sehr, sehr zyklisch ist und wir eigentlich gerade in einem negativen Trendmuster dort zu sehen ist. Tesla deutet jetzt so einen Turnaround an, auch was das Thema Speicher und Speicherkapazitäten betrifft. Auch das ist ja ein Segment, in dem Tesla aktiv ist. Man baut nicht nur Autos, sondern man baut auch Solarspeicher. Dieses ganze Konzept rund um ein energieeffizientes Haus oder eine energieeffiziente Immobilie. Auch dort verbessert sich deutlich das Geschäft. Und dementsprechend hat die Aktie auch deutlich zugelegt. Und ich zeige euch nochmal an, wir haben ja lange Zeit diesen Ausbruch hier erwartet, diesen Wedgie hier eingezeichnet. Zuletzt haben wir darüber gesprochen am 25.06. Und alle, die bei dem Trade dabei waren, kann man sagen, haben sich freuen können, denn auch hier sieht man diesen Wedgie nochmal. Danach hat eine deutliche Kursrallye hier angesetzt. Diese 27%, die wir gesehen haben, wir sind jetzt hier auf sehr hohen Niveaus wieder zurück, kann man sagen, Dezember 2024 ungefähr 250 US-Dollar. Also dieser Ausbruch hat jetzt erstmal stattgefunden, und mal gucken, wie die Aktie und sich das Momentum für die Aktie weiterhin verhält. Aktuell kann man sagen, ist man in einem Aufwärtstrend. Ähnlich sieht es auch bei Paramount Global aus, allerdings nur in einem sehr kurzfristigen Momentum. Dort gab es ja lange Zeit die Diskussion über Übernahmen, gibt es eine Übernahme, gibt es keine Übernahme. Auch wir haben hier drüber gesprochen. Jetzt gibt es scheinbar eine Übernahme von oder ein Zusammenschluss mit Skydance in dem Falle. Und das ist aber eher, sag jetzt mal, mit gemischten Gefühlen angekommen. Es gab zuerst für diesen Kurssprung hier nach oben jetzt doch wieder eine Konsolidierung nach unten. Man ist sich nämlich nicht so richtig sicher, was diese Übernahmen betrifft. Am Ende soll Skydance rund 70% von Paramount besitzen. Dafür soll das Management durch Skydance ausgesetzt werden oder umgestaltet werden. Also bei Paramount sitzen dann Skydance quasi, sitzt dann das Skydance Management. An der Stelle ist die große Frage, ist das wirklich nachhaltig oder nicht? Am Ende ist es ein Zusammenschluss aus zwei Mediengiganten. Es ist natürlich eine große Übernahme und auch ein großes Momentum, was gegebenenfalls entstehen kann. Aktuell ist man sich sehr uneinig. Die Analystenkursziele schwanken weiterhin so zwischen 8 und 12 Dollar. Teilweise so bei 14
es ist vielleicht mal ein Ausbruch aus diesem Negativtrend. Wenn man da durchbrechen will, braucht man allerdings noch was an Schwung. Aktuell konsolidiert der Kurs eher. So richtig überzeugt ist man also noch nicht. Etwas besser läuft es dann scheinbar aktuell bei Zalando. Dort ist jetzt auch eigentlich so der erste Verdacht, dass das Momentum vielleicht wieder positiv werden würde. Denn im Vergleich zum zweiten Quartal oder zum ersten Quartal soll sich im zweiten Quartal das Geschäft wieder etwas verbessert haben. Die Geschäftsprognosen sollen etwas angehoben werden. Das heißt, die ersten Ideen rund um das Thema Erholung scheinen bei Zalando auch anzukommen. Jetzt muss man sagen, sind wir auch hier mittelfristig noch in einem Abwärtstrend. Kurzfristig kann man aber eine Erholung erkennen. Ist ein relativ schöner Widerstand eigentlich, ungefähr bei der 23-Euro-Linie. Jetzt bricht man so langsam über den gleitenden Durchschnitt hier an der Stelle. Mal gucken, ob sich das Ganze in den Quartalszahlen dann wirklich bewahrheitet. So richtig im Markt angekommen ist es aber noch nicht. Zwar gab es die Erholung hier, es gibt aber durchaus auch negative Kommentare. Ähnlich auch bei Siemens Energy, und da gehen wir mal weit zurück, denn da hat sich jetzt wirklich ein schönes Chartmuster gebildet. Wir haben das letzte Mal am 26.03., also im März, über Siemens Energy gesprochen und über diesen schönen Erholungstrend aus diesem Tiefpunkt hier bei rund 6 Euro. Da war das Thema Siemens Gamesa ja sehr, sehr stark im Fokus. Es gab eigentlich hier nur zwei Optionen. Entweder geht es nochmal kurzfristig in einen Seitwärtstrend über oder einen relativ schnellen, starken Anstieg. Und jetzt sieht man eigentlich im neuen Chartbild, dass dieses Chartmuster sich sehr, sehr schön entwickelt hat. Es gab tatsächlich danach eine ganz kurze Seitwärtsphase mit einem aber ziemlich starken Anstieg nach oben. Wir sind jetzt knapp wieder bei der 30-Euro-Linie. Noch ein Stück drunter, aber wieder nähern uns dieser 30-Euro-Linie wieder an. Und jetzt muss man sagen, dass sich da eigentlich vieles manifestiert hat, was viele Analysten in den letzten Monaten gesagt haben, und zwar, dass sich das Momentum natürlich von Siemens Energy nicht nur auf Gamesa oder auf viele Standpunkte von Gamesa münzt, sondern es gibt auch noch ein eigenes Turbinengeschäft, das ist sehr profitabel. Dort will Siemens Energy auch in der Zukunft weiter wachsen, und das manifestiert sich aktuell im Kurs. Spannend ist es übrigens auch bei On Semiconductor, im Kurs vielleicht gerade nicht so, aber dort gibt es jetzt auch wieder Übernahmen. Aktuell gibt es ja ein kleines Rennen quasi zwischen den besten Chip-Herstellern. Jetzt gibt es so ein bisschen wieder weitere Luft nach oben mit dieser Übernahme und ja eigentlich der erhöhten Produktivität, die man dadurch schaffen will. Spannend finde ich es auch bei Redcare Pharmacy. Wir haben da, ja, ich glaube mal so vor knapp 4-5 Monaten eine schöne Analyse zu gemacht zu dem Thema E-Rezept. Wenn es denn kommt, was für Auswirkungen es auch für Redcare Pharmacy haben könnte, wer da nochmal drauf schauen will, schaut gerne bei uns im Blog oder in der Mediathek nach. Im Kern geht es aber darum, dass sich das Momentum jetzt wirklich manifestiert in Sachen E-Rezept. Es gibt jetzt das E-Rezept, es gab ein deutliches Umsatzwachstum dadurch, dass dieses E-Rezept jetzt auch Fuß gefasst hat im Markt, und das zeigt sich am Ende auch in der Erholung des Aktienkurses. Wir sind jetzt hier wieder auf einem ja deutlich erhöhten Niveau, knapp bei 140 Euro. Wir waren zwar schon mal einen Ticken höher, aber wenn man sich die Kurse aus der Vergangenheit ansieht, ist noch ein bisschen Platz nach oben. Vieles spricht gerade auch vom Momentum her für die Aktie. Hier dreht sich auch gerade wieder der MACD ins Positive. Natürlich ist die Frage, wie geht es dann am Ende weiter und manifestiert sich das wirklich so, wie es gerade zu sein scheint? Also zumindest ein Auge sollte man drauf haben und vielleicht auch auf Delivery Hero. Hier sieht es nämlich weiter eher negativ aus, muss man ganz deutlich sagen. Hier gibt es Strafen in Höhe nun von eher 400 Millionen Euro. Vorher hatte man eher von 180 Millionen gesprochen. Und wenn man sich die Aktie nochmal anschaut, wir können das hier an der Stelle gerade mal machen, dann sieht man auch natürlich, dass das ja eigentlich immer wieder zu neuen Tiefpunkten führt. Wir sind jetzt hier knapp bei 19 Euro. Wir waren zwar schon mal ein bisschen tiefer, allerdings ja, ist die Aktie nun mit einer Marktkapitalisierung von 5,5 Milliarden unterwegs. 400 Millionen Euro Strafe ist da natürlich schon ein ganz großes Brett, und das führt zu erhöhten Rückstellungen, zu niedrigeren Gewinnen. Ja, und dementsprechend auch wieder zu einem niedrigeren, negativeren Momentum für Delivery Hero. We'll be right back.